Ja, ist euch noch was aufgetaucht von gestern? Ich will ja hier nicht immer die schlaflosen Nächte im Zusammenhang mit dem Text bringen, aber was euch noch so aufgefallen ist. Moin, machst du Tür dann zu, bitte? Bild von dem, dass da mehr astralische Aktivität in der Krone ist und eventuell eine sogar Verarmung des Lebendigen im Wurzelbereich, sondern eigentlich so dieses Bild, dass der Baum gar nicht eine Pflanze ist mit Stammwurzeln und Geweih, hätte ich jetzt fast gesagt, meine Krone, sondern die Idee, dass da sozusagen Pflanzen auf dem Baum so drauf wachsen, so als wären es eigentlich zwei Entitäten. Das Bild fand ich so ein bisschen, unintuitiv, weil ich schon so einen Baum eben so schon, also gerade diese großen, vollen, alleinstehenden Bäume, da hat man doch das Gefühl, dass so eine ganze Persönlichkeit vor einem steht, also auch eine Integrität und dann die Vorstellung, dass das dann so einzelne Pflanzen sind, die auf dem Baum drauf wachsen. Ja. Also vielleicht auch nur als Bild, dass er dann ja das benutzt, dass sozusagen das, was da oben passiert, mit dem, was da unten passiert, eben auf einer anderen Art und Weise verbunden ist als in anderen Pflanzen. Das ist ja unser großes Bild, was wir so durchtragen durch den 7. Vortrag, ja. Würde ich jetzt aber nicht drauf einsteigen, sondern das war jetzt mehr eine Erinnerung. Wir haben das ja hier auch intensiver gearbeitet, die ersten Tage oder den ersten Tag. Ja. Also ihr habt ja hoffentlich zur Kenntnis genommen, dass Anthroposophie nicht daraus besteht, dass man physischer Ätherleib und so weiter runterleiert wie ein Kochbuch. Wie man es dann aber besser macht, das steht ja leider nicht so genau drin. Das wäre ja die spannendere Frage. Ja, wie kann man das so machen, dass man als ganzer Mensch aufmerksam dann dabei ist in der Erarbeitung von solchen Inhalten? Ja, ich würde aber sagen, wir haben diese Verarmung noch im Zusammenhang mit dem Kalk, den nimmt Steiner hier dazu, Ätherarmut und Kalk und Larven- und Insektenwesen, also im Larvenstadium. Und dann alle Imagos oder ausgebildeten Insekten, dann in der Krone oben und vor allem dann die Vögel. Und auch diese Aufteilung der Vögel. Er differenziert damit ja auch die Astralität. Es gibt eine anders gestaltete Astralität oder eine feinere. So sind wir aber noch nicht tiefer eingestiegen. Eigentlich könnten wir weiterlesen und dann findet man, dass die Vogelwelt Würdest du es finden? Und dann weiß man. Achso, und dann findet man. Und dann findet man, dass die Vogelwelt dann schädlich wird, wenn sie nicht an ihrer Seite den Nadelwald hat. Damit sie dasjenige, was sie vollbringt, ins Nützliche umgewandelt. Und jetzt wiederum wird der Blick weiter geschärft.
und man bekommt eine andere Verwandtschaft heraus. Man hat diese merkwürdige Verwandtschaft der Vögel gerade mit den Nadelwäldern erkannt. Dann bekommt man eine andere Verwandtschaft heraus, die sich deutlich einstellt, die zunächst eine feinere Verwandtschaft ist. Eine solche Feinheit wie diejenige, die ich angeführt, die sich aber sogar in einer gröberen umsetzen kann. Nämlich zu all dem, was nun zwar nicht Baum wird, aber auch nicht kleine Pflanze bleibt. Zu den Sträuchern, zum Beispiel Haselnusssträucher. Da haben die Säugetiere eine innere Verwandtschaft. Und man tut daher gut zur Aufbesserung seines Säugetierwesens in einer Landwirtschaft, in der Landschaft strauchartige Gewächse anzupflanzen. Einfach schon dadurch, dass die strauchartigen Gewächse da sind, üben sie einen günstigen Einfluss aus. Denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Aber man gehe weiter. Die Tiere sind ja nicht so töricht wie die Menschen. Sie merken nämlich sehr bald, dass diese Verwandtschaft da ist. Und wenn sie merken, dass sie die Sträucher lieben, dass ihnen die Liebe dazu angeboren ist, dann bekommen sie auch diese Sträucher zum Fressen gern. Und sie fangen an, das Nötige davon zu fressen, was ungeheuer regulierend wirkt auf das andere Futter. Aber man kann, wenn man so diese intime Verwandtschaft in der Natur verfolgt, von da aus wiederum Blicke gewinnen für das Wesen des Schädlichen. So vielleicht bis dahin mal. So, als erstes Frühstückshäppchen. Weißt du? Und dann findet man, dass die Vogelwelt dann schädlich wird, wenn sie nicht an ihrer Seite den Nadelwald hat, damit dasjenige, was sie vollbringt, ins Nützliche umgewandelt werde. Und jetzt wiederum wird der Blick weiter geschärft und man bekommt eine andere Verwandtschaft heraus. Hat man diese merkwürdige Verwandtschaft der Vögel gerade mit den Nadelwäldern erkannt, dann bekommt man eine andere Verwandtschaft heraus, die sich deutlich einstellt, die zunächst eine feine Verwandtschaft ist, in solcher Feinheit wie diejenige, die ich angeführt, die sich aber sogar in eine gröbere umsetzen kann. Nämlich zu all dem, was nun zwar nicht Baum wird, aber auch nicht kleine Pflanze bleibt. Zu den Sträuchern, zum Beispiel Haselnusssträuchern. Da haben die Säugetiere eine innere Verwandtschaft und man tut daher gut, zur Aufbesserung seines Säugetierwesens in einer Landwirtschaft, in der Landschaft strauchartige Gewächse anzupflanzen. Einfach schon dadurch, dass die strauchartigen Gewächse da sind, üben sie einen günstigen Einfluss aus, denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Aber man gehe weiter. Die Tiere sind ja nicht so töricht wie die Menschen. Sie merken nämlich sehr bald, dass diese Verwandtschaft da ist. Und wenn sie merken, dass sie die Sträucher lieben, dass ihnen die Liebe dazu angeboren ist, dann bekommen sie auch diese Sträucher zum Fressen gern. Und sie fangen an, das Nötige davon zu fressen, was ungeheuer regulierend wirkt auf das andere Futter. Aber man kann, wenn man so diese intime Verwandtschaft in der Natur verfolgt, von da aus wiederum Blicke gewinnen für das Wesen des Schädlichen. Ja. Haben wir was verstanden zwischen Vögeln und Nadelbäumen? Steiner setzt es hier voraus. Also müssten jetzt eigentlich alle nicken. Er sagt, dass sie da nützlich sind, im Nadelwald. Und auf den Feldern könnte man sie wohl auch als Schädling sehen, aber deswegen soll man Büsche pflanzen oder Sträucher, damit die da leben und da werden sie wieder nützlich. In dem Sinne eine klare Handlungsanleitung. Aber auf der Verständnis- oder Erkenntnisebene sagt er, da ist eine Verwandtschaft speziell mit dem Nadelgehölz. Mhm. Ja. Ja, und eigentlich sagt er, dass sie schädlich sind, wenn sie eben kein Nadelwald haben. In Brasilien gibt es kein Nadelwald. Oh, das arme Brasilien, das geht ja gar nicht. Das sind aber auch andere Vögel, genau.
Ja gut, aber die brauchen ja auch diesen Regenwald dann irgendwie. Ja, ne? Also wenn da nur Ananasplantagen sind, dann. Ja, Ananas geht noch, das ist eine Staude, ja. Okay. Aber wenn alles brandgerodet ist, das ist das Problem, ja. Ja, wir bleiben noch mal einheimisch bei den Nadelgehölzen. Kriegt man irgendwas, was da mit einer Verwandtschaft zu tun hat? Ich frage mich auch, wie die Struktur 1924 in den Wäldern war. Ich meine, in Monokulturen, Fichtenwälder, ich weiß jetzt nicht genau, wann die richtig in Mode gekommen sind oder wirtschaftliche Notwendigkeit. Aber es ist schon sehr reduziert, finde ich. Also, das ist mal so als Eindruck. In großen Regionen Deutschland, ja, seit 60, 70 Jahren ungefähr, haben wir die Fichtenmonokulturen, weil es die Forstberatung mal so eine Zeit lang beraten hat. Schwarzwald war schon länger auch Tannen dominiert, klar. Aber Sie wo ist. Mal einzuordnen, ne? Ja. Oder bis zur letzten Umweltkatastrophe dominant gewesen. Ja. Damals kann es ja so noch nicht gewesen sein. Ja. Wir haben fast nichts, jetzt wenn ich mal auf unsere Hoffläche gucke, das sind ein paar Lärchen, aber das war es dann bei den Nadelgehölzen, also ich, mal ein paar Fichten oder so, aber ich pflanze jetzt auch mal öfters ein paar Fichten, weil irgendwie fehlen sie mir doch. Ich hoffe den Vögeln auch. Aber das kriegt man eben, also das selbst zu beurteilen, sind wir ein Nadelholzmangelgebiet im Hinblick auf die Vögel. Ja, es gibt in der Bibliothek drüben eine Jahresarbeit. Der Markus, der hat sich damals mit dem Vogelwesen und Nadelgehölzen intensiver befasst. Und wenn ich das richtig erinnere, dann hat er am meisten Parallelität gefunden in der botanischen Art und Weise, wie die Nadeln am Zweig verteilt sind und den Aufbau der Federn. Also da müsste man weiter studieren, dass da eine Analogie irgendwie auch zu finden ist. Das fällt mir jetzt spontan ein. Weil sonst, wenn ich an so einen reinen Nadelwald denke, da gibt es schon auch Vögel. Aber ich habe das gefühlt, ist in einem Laubwald oder in einem Mischwald sind mehr Vögel. Eindeutig. Ja, wobei wir haben eben dann Fichtenmonokulturen und die sind einfach dann tot unten und da geht dann auch kein Vogel mehr tief rein. Ja, wenn jetzt aber so eine einzelne Fichte mal wo steht, eine einzelne Tanne, die so markante oder charakteristische Bäume, die aber dann wieder mit Eichen, Buchen und so weiter umspielt sind, haben wir, glaube ich, eine andere Situation. Also wir sind eben aus dieser Monokulturphase extrem geprägt. Ja? Das ist ja fast so ein Naturverständnis. Ach, wir fahren in die Natur, fahren in Monokulturfichtenwald. Ja. Das ist ja so für ja. gewisse Generation das Sinnbild für Wald. Und das ist ja überhaupt kein Wald ja. in dem Sinne, kein Kompletter. Ich hatte mal den Emil Neude besucht dabei. Nibül da oben, also bei Sylt, und war damals am Trampen dann. Und dann hat mich ein junger Bauernsohn, der gerade den Daimler von seinem Vater irgendwie ausgeliehen hatte, mitgenommen. Das war eine nette Sequenz, so sind ins Gespräch gekommen. Und ich hatte ein bisschen stärker einen schwäbischen Dialekt noch. Und da sagt er zu mir, ey, du kommst wohl aus Dunkeldeutschland, da wo der Wald anfängt. Das war sein Bild von Wald. Ganz dunkel und so Leute, die man nicht ganz versteht. Also, was für Bilder tragen wir da in uns? Und die sind doch Monokultur geprägt. Ja? Jetzt gucken wir aber mal auf diesen zweiten Teil. Da geht es ja. Okay. Moment. Oh, Moment. Weil ich finde jetzt, wie der Satz aufgebaut ist, gar nicht so. Ja, also, das ist nicht gleich, das ist klar. Aber das wird fast gesagt, als ob das, was die Vogelwelt vollbringt, der Nadelwald braucht, um das eine Nütze zu geben. Wenn jetzt, ja gut, jetzt so ein bisschen grammatikalische Frage. Ins nützlich umgewandelt werde, was sie vollbringen. Also etwas mit dieser Astralität, vermute ich. Mhm.
Und mit der Affinität speziell zu den Nadeln. Okay, aber also ja, das stimmt, aber in dem Satz ist das noch nicht, da sagt nur sozusagen, die bringen was, die vollbringen was, diese Vögel, und der Nadelwald braucht vielleicht das irgendwie, oder in den Nadelwald ist das, was sie vollbringen, sehr nützlich. Damit es nicht schädlich wird, sondern ins Nützliche umgewandelt wird. Das ist hier die Aussage. Ja. Ja, und das kommt ja auch am Schluss von dem zweiten Absatz dann nochmal wieder. Also allgemein, dass wenn man auf die Verwandtschaften guckt in der Natur, dass man dann, also hier ist das so, dass man dann auch einen Blick für Missverhältnisse oder schädliche Konstellationen bekommen kann. Also es gibt Konstellationen, die sind eben freundlich, feine Verwandtschaft, und bei Missverhältnissen kann es dann nicht günstig wirken, wird es ungünstig. Nur Steiner setzt es so fest voraus und macht dann gleich den nächsten Schritt, und dann gucken wir jetzt mal zu den Sträuchern. Weil da bei den Nadeln haben wir es ja verstanden und wir haben es nicht ganz verstanden. Ich würde es im Moment mal so stehen lassen. Wir können den Satz auch noch zweimal umdrehen, aber Steiner hat da den Eindruck, er hat es eigentlich ordentlich entwickelt und das ist jetzt selbstverständlich. Er schließt sich aber aus dem Text, das müssten wir uns erarbeiten. Ich frage mich jetzt gerade noch, was das heißt, dass es schädlich wirkt, wenn die Vögel neben dem Nadelwald leben oder im Nadelwald leben. Also was ist denn damit gemeint? Wenn sie nicht. Wenn der Nadelwald nicht da ist, dann schädlich. So rum. Aber auch da wäre die Frage, welche Schädlichkeit bei den Vögeln. Ja, aber das habe ich gestern versucht, so ein bisschen mit den Tauben anzudeuten. Ja, dass Tauben da sind, ist gut. Und zu viele Tauben ist dann halt schlecht. Also, ja. Also die Raben oder Krähen ist ja ein Riesenthema auch. Wenn die dann so in Massen auftreten, ja, so Hitchcock-artig irgendwie dann, ja. Aber dann sind da diese Mülldeponien, wo die da immer so rummachen und hat den Eindruck, was ist denn das eigentlich für ein Vogel, ja. Aber lass uns jetzt mal an den Mülldeponien mal die Nadelbäume pflanzen oder so. Also wir müssten da mal ein Experiment machen und zu so sagen, ja, jetzt wird es wieder integriert, ja. Also der Müll muss ja irgendwie integriert werden. Da ist eine neue Bepflanzung. Aber Bäume zu pflanzen traut sich dann doch keiner, weil weil man pflegen muss. Muss man dann pflegen, genau, und so weiter. Also da ist eine Anregung drin. Trotz 100 Jahre Biodynamie ist da noch nicht so viel gemacht aus meiner Sicht. Und wo es leichter ist, das ist jetzt dieser zweite Teil. Auf was guckt der Steiner, wenn er jetzt von den Sträuchern, und er nimmt ja oder vielleicht stellvertretend den Haselnussstrauch da mal vor, was ist mit dem eigentlich zu fördern? Vögel ihre Liebe zu den Sträuchern wiederentdecken. Und damit die Sträucher, und merken, also sie merken dann, dass sie mit denen quasi verwandt sind und sie lieben, und dann fressen sie sie und regulieren sie dadurch. Die Vögel? Die Säugetiere. Säugetiere. Ach, die Säugetiere. Ah, dann alle Tiere, stimmt. Ja, also Steiner wechselt jetzt große Kronen von Bäumen, die Vögel, primär ist ja nichts Ausschließliches, ja, und geht jetzt in den strauchartigen Bereich, ja, also das, was wir üblicherweise, also wenn ihr hinter den Kuhstall geht und die Hecken anguckt, bei uns steht dann Weißdorn und wilde Mirabelle und Schwarzdorn und mal eine Eberesche und was man halt so in Norddeutschland dann runterknickt, ja, oder hier auf Stock setzt, also das, was dann auch immer wieder so austreibt, und er sagt, und das hat was mit dem Säugetierwesen, und da würde ich jetzt mal die Kuh oder die Ziege, das Schaf so sehen. Oder noch kleiner. An wen denkst du? Hatte ich jetzt gerade so Mäuse und sowas im Kopf.
Vielleicht auch beides einfach, oder? Ich glaube, das ist eine große Gruppe. Ja. Ja. Ich finde es auch spannend, dass er irgendwie wieder sagt, denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Das hat er jetzt, glaube ich, in diesem Vortrag schon mindestens 5, 6 Mal gesagt. Und ich habe es mir jetzt mal wieder unterstrichen, weil ich es irgendwie so spannend finde, weil er es immer wieder betont und immer wieder Beispiele dafür gibt. Also jetzt nicht nur, wir haben zu wenig Tiere, wir setzen jetzt mehr Tiere aus, sondern nee, wir pflanzen Sträucher. So. Andere Herangehensweise. Also dieses zum Fressen gern haben, also das ist ja eine Beziehung, die er da beschreibt. Gell? Das ist Liebe, und aber gleichzeitig, ich lese da auch eine Nahrungskettenhinweis rein. Also ich meine, die Wechselwirkungen sind ja auch, kann ihm ja nicht entgangen sein, dass die Maus, der Vogel, alles Höhere irgendwie zusammenhängt. Ja. In der Abfolge der Interdependenzen halt auch. Ja, und jetzt spinn mal den Gedanken weiter, eine Nahrungsfolge. Und jetzt hast du Haustiere, die aber, ich sag mal so, künstlich oder im Idealfall kunstvoll gehalten werden, dass sie jetzt nicht im Winter auf die Weide gehen. Und jetzt nimm mal diesen Aspekt mit den Hecken mit in die Fütterung. Wie kriegen wir das hin? Ganz spontan ist es eine Ruhezeit, eine Auszeit. Das Blattwerk fällt, ja. Es geht in sich, Haselmäuse und Siebenschläfer ziehen sich zurück zum Beispiel. Ja, aber die Kuh steht im Stall und frisst. Im Stall. Und du trinkst auch Kräutertee, der im Sommer gewachsen ist. Ja. Ich habe mir auch gelernt, dass dieses Blattzeug auch gut ist zur Fütterung für die gerade in die Aquarius. Und wo lernt man sowas? Hier. Bei wem? Laubgeschichte. Laubheu, ja? Laubheu. Hat Martin drüber gesprochen? Ja, Martin, ja. Ja. Es ist nur so, wir reden da gerne drüber, aber wir kriegen es nicht richtig hin, dass das auch da Teil der Fütterung ist. Ja? Also so ein Willi Höfer, den hätten wir mal fragen müssen, weil der war lange Jahre mit der Firma Schette, die dann so Mineralfutter gemacht hat. Da war der dran, mit denen dann auch das in das Mineralfutter mit reinzunehmen. Also Laubheu, also Hecken abzuernten, zu konservieren, und das ist ja gar keine schwierige Sache. Kann man aufhängen und trocknen am Ast oder kann es häckseln oder pulverisieren oder nachher fein machen und ins Mineralfutter. Also da gäbe es ja so viele Möglichkeiten. Aber man muss halt genauso wie beim Heu machen, rechtzeitig schneiden. Also da gab es auch Untersuchungen, dass vor Johanni das viel wertvoller, also mineralstoffreicher ist, wie nach Johanni. Also ob man in der ersten Jahreshälfte oder in der zweiten Jahreshälfte das erntet. Auch da gibt es Hinweise dazu. Wir hatten mal eine Phase, wo wir dann auch sogar Weidenhölzer dann ausgekocht haben, also sogar ohne Blattwerk, da ist ja die Salicylsäure zum Beispiel, dass man die dann mit ausgekocht hat und das übers Kraftfutter drüber gemacht hat, da lässt sich richtig was machen. Aber man ist dann froh, wenn man die Kühe gemolken hat und den Mist noch weggeschoben. Also es braucht dann immer auch noch mal was Zusätzliches. Also wir haben in der Uni gelernt, dass bei den Ziegen zum Beispiel, dass die theoretisch bis zu 60% Laubfutter bekommen könnten, dass sich auch die Kühe von viel mehr Laubfressern zu immer mehr Graslandbewohnern halt auch entwickelt haben. Aber dass sie das halt trotzdem super vertragen. Aber das ist viel, ich glaube 20-30% der Futterration maximal. Und das ist ja eigentlich auch das System, was man irgendwie in silvopastoralen Agroforsten verfolgen würde, also wenn man Bäume und Tiere zusammenbringt, dass man da auch immer mehr darauf achtet, irgendwie, okay, was können wir denn anbauen, was ist denn für die Tiere gut, was können wir denen da irgendwie zur Verfügung stellen. Super wertvoll. Mhm. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit Laub geredet, oder? Weil die Ziegen und auch Kühe, die essen ja auch liebend gerne diese dünnen Triebe. Ja, also das geht dann halt. Haben wir auch experimentiert, das also zu ernten und dann für den Winter zu verfüttern? Also wir haben hier eine Zeit lang mal die Praxis gehabt, dass wir dann einfach in der Phase, wo man Heu eingefahren hat,
auf einen Ladewagen oder einen Greifer und einfach einen Heustock oben drauf und immer mal wieder eine Lage rein. Und es mit durchgetrocknet hat, also bei Belüftungsheu, trocknet wunderbar. Und dann schmeißt es vor die Kühe das Futter und dann kommt auch immer mal wieder von dem Laub was an. Weil das ist, man kann es dann in die Scheune hängen und da hängt es dann über Jahre. Ja. Hat den Heustock leer gefuttert und das Laubheu hängt immer noch da. Also da ein Verfahren zu finden, was richtig passt. Ich hatte einen Lehrling, der hat mal eine Jahresarbeit gemacht, wo er mit einer Hochdruckpresse, also mit einer Niederdruckpresse, so kleine Ballen gemacht hat aus dem Laubschnitt. Hat die Presse schon ziemlich mitgenommen, aber sie hat es dann doch ganz gut gemacht und die hat so Päckchen gepresst mit dem Laubheu und da hat man dann beim Füttern mal so ein Päckchen auf und dann im Stall überall ein bisschen verteilt. So. Also da gab es verschiedene, also es war auf Hof Wörme war das passiert, die Jahresarbeit damals. Das war eigentlich ein interessantes Verfahren, weil irgendwie muss man es hinkriegen. Aber Steiner sagt hier, die Anwesenheit von den Sträuchern wirkt schon günstig. Und ihr erinnert euch, letztes Jahr waren wir da im Haselwäldchen da oben mal. Und ich frage mich immer, wieso hat der Ernst Becker ungefähr 47, also der Krieg war gerade zu Ende, die hatten noch selber nicht viel zu essen, und hat aber die Geistesgegenwart besessen, um seine Milchviehherde zu begünstigen, sage ich mal, also einer guten Entwicklung zuzuführen, dort die Hasel zu pflanzen. Hat er das beweidet? Und das weiß ich eben dann nicht. Weil Steiner ist an der Stelle doppelt unterwegs. Einfach schon dadurch, dass die strauchartigen Gewächse da sind, üben sie einen günstigen Einfluss aus. Denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Die bloße Anwesenheit, wo unser eins doch immer denkt, die Liebe geht durch den Magen, ja, aber sie geht ja auch sonst an einen dran. Also. Ja. Da sind wir wieder bei diesem günstigen Einfluss. Also, das war gestern auch noch am Schluss so ein Punkt, der nicht so richtig eingängig war, glaube ich, für die meisten von uns. Also, warum, wenn. Oh Gott, wie rum war es jetzt? Wenn die Ackerpflanze besonders schießt, dann braucht man weniger Wald oder mehr. Genau, bei kümmerlichen Ackerpflanzen Waldflächen vermehren und andersrum. Wenn Pflanzen wuchern, dann Wald reduzieren. Also Wechselwirkungen auf Distanz, wo man jetzt nicht sofort sagt, ah ja klar, die wirken aufeinander. Also ich finde, am schönsten gegriffen haben wir das im Bereich der Weideeinteilungen, weil wir da Hecken gepflanzt haben. Wir haben dann einen Zaun davor gemacht, sodass die Tiere die Hecken nicht abfressen können. Aber sie, alles, was durch den Zaun durchwächst, und es ist, da kannst du mit dem Lineal entlang gehen, wo die Kuh hinkommt, da ist es sauber weggefressen. Ja? Also hier Zaun, hier Hecke und alles, was da rauswächst, ist regelmäßig und dadurch ist es immer jung und weniger Gerbsäuren und schmackhafter und eiweißreicher und so weiter. Also, dass Tiere dann an der Hecke entlanglaufen und dort sich das holen, was sie brauchen, ja. Ja, also ich brauche vielleicht ein bisschen Kräutersalz und du brauchst ein bisschen Pfeffer oder so. Und jeder sucht sich von den feineren Dingen eigentlich das, was er braucht. Und dass die Kuh dann, die das Bedürfnis hat, vielleicht kurz vor dem Kalben oder nach dem Kalben oder so, das individuell auch aufnehmen kann. Aber für die Winterfütterung hätten wir da eine Aufgabe. Ja, wenn wir sagen Haustier und wir nehmen es zu uns und übernehmen eine Verantwortung, dann hätten wir in dem Bereich auch eine Verantwortung. Meine ich jetzt aber nicht moralisch, sondern als einen kreativen Ansatz, wie wir noch besser mit den Tieren da umgehen könnten. Ja, wäre es denkbar, dass wir weiterlesen?
So wie der Nadelwald eine intime Beziehung zu den Vögeln hat, die Sträucher eine intime Beziehung zu den Säugetieren haben, so hat wiederum alles Pilzige eine intime Beziehung zu der niederen Tierwelt, zu Bakterien und ähnlichem Getier, zu den schädlichen Parasiten nämlich. Und die schädlichen Parasiten halten sich mit dem Pilzartigen zusammen. Sie entwickeln sich ja dort, wo das Pilzartige in Zerstreuung auftritt. Und dadurch entstehen jene Pflanzenkrankheiten, entstehen auch größere Schädlichkeiten bei den Pflanzen. Bringen wir es aber dahin, nicht nur Wälder zu haben, sondern auch Auen in entsprechender Nachbarschaft der Landwirtschaft, so werden diese Auen dadurch ganz besonders wirksam werden für die Landwirtschaft, dass in ihnen ein guter Boden vorhanden ist für Pilze. Und man sollte darauf sehen, dass die Auen besetzt sind in ihrem Boden mit Pilzen. Und da wird man das Merkwürdige erleben, dass wo eine Aue, eine pilzreiche Aue, wenn auch vielleicht gar nicht von starker Größe, in der Nähe einer Landwirtschaft ist, dass dann diese Pilze nun durch ihre Verwandtschaft mit den Bakterien und dem anderen parasitären Getier dieses Getier abhalten von dem anderen. Denn die Pilze halten mehr zusammen mit diesem Getier, als das die anderen Pflanzen tun. Neben solchen Dingen, wie ich sie angeführt habe, zur Bekämpfung solcher Pflanzenschädlinge, besteht auch noch die Möglichkeit, im Großen die Möglichkeit, durch Anlegung von Auen das schädliche Kleingetier, das schädliche Kleinviehzeug von der Landwirtschaft abzuhalten. In der richtigen Verteilung von Wald, Obstanlagen, Strauchwerk, Auen mit einer gewissen natürlichen Pilzkultur liegt so sehr das Wesen in einer günstigen Landwirtschaft, dass man wirklich mehr erreicht für die Landwirtschaft, wenn man sogar die nutzbaren Flächen des landwirtschaftlichen Bodens etwas verringern müsste. Jedenfalls übt man keine ökonomische Wirtschaft aus, wenn man die Fläche des Erdbodens so weit ausnutzt, dass alles, das hinschwindet, wovon ich gesprochen habe, und man darauf spekuliert, dass man dadurch mehr anbauen kann. Das, was man da mehr anbauen kann, wird eben in einem höheren Grade schlechter als dasjenige beträgt, was man durch die Vergrößerung der Fläche auf Kosten der anderen Dinge erreichen kann. Man kann eigentlich in einem Betriebe, der so stark ein Naturbetrieb ist, wie der landwirtschaftliche, gar nicht darinnen stehen, ohne in dieser Weise Einsichten zu haben in den Zusammenhang des Naturbetriebs, die Wechselwirkung des Naturbetriebs. Jetzt ist... Vielleicht bis hier. Danke. So wie der Nadelwald eine intime Beziehung zu den Vögeln hat, die Sträucher eine intime Beziehung zu den Säugetieren haben, so hat wiederum alles Pilzige eine intime Beziehung zu der niederen Tierwelt, zu Bakterien und ähnlichem Getier, zu den schädlichen Parasiten nämlich. Und die schädlichen Parasiten halten sich mit dem Pilzartigen zusammen. Sie entwickeln sich ja dort, wo das Pilzartige in Zerstreuung auftritt. Und dadurch entsteht jene Pflanzenkrankheiten, entstehen auch gröbere Schädlichkeiten bei den Pflanzen. Bringen wir es aber dahin, nicht nur Wälder zu haben, sondern Auen in entsprechender Nachbarschaft der Landwirtschaft, so werden diese Auen dadurch ganz besonders wirksam werden für die Landwirtschaft, dass in ihnen ein guter Boden vorhanden ist für Pilze. Und man sollte darauf sehen, dass die Auen besetzt sind in ihrem Boden mit Pilzen. Und da wird man das Merkwürdige erleben, dass wo eine Aue, eine pilzreiche Aue, wenn auch vielleicht gar nicht von starker Größe, in der Nähe einer Landwirtschaft ist, dass da dann diese Pilze nur durch ihre Verwandtschaft mit den Bakterien und dem anderen parasitären Getier dieses Getier abhalten von dem anderen. Denn die Pilze halten mehr zusammen mit diesem Getier, als das die anderen Pflanzen tun. Neben solchen Dingen, wie ich sie angeführt habe, zur Bekämpfung solcher Pflanzenschädlinge, besteht auch noch die Möglichkeit, im Großen die Möglichkeit, durch Anlegung von Auen das schädliche Kleingetier, das schädliche Kleinviehzeug von der Landwirtschaft abzuhalten. In der richtigen Verteilung von Wald, Obstanlagen, Strauchwerk, Auen mit einer gewissen natürlichen Pilzkultur liegt so sehr das Wesen einer günstigen Landwirtschaft, dass man wirklich mehr erreicht für die Landwirtschaft, wenn man sogar die nutzbaren Flächen des landwirtschaftlichen Bodens etwas verringern müsste.
Jedenfalls übt man keine ökonomische Wirtschaft aus, wenn man die Flächen des Erdbodens so weit ausnutzt, dass alles das hineinschwindet, wovon ich gesprochen habe, und man darauf spekuliert, dass man dadurch mehr anbauen kann. Das, was man da mehr anbauen kann, wird eben in einem höheren Grade schlechter als dasjenige beträgt, was man durch die Vergrößerung der Flächen auf Kosten der anderen Dinge erreichen kann. Man kann eigentlich in einem Betriebe, der so stark ein Naturbetrieb ist wie der landwirtschaftliche, gar nicht darin entstehen, ohne in dieser Weise Einsichten zu haben in den Zusammenhang des Naturbetriebs, die Wechselwirkung des Naturbetriebs. Danke. Sagt der Steiner 24. Das schädliche Kleinviehzeug. Ja, jetzt, wenn man mal ein bisschen, also die eine Seite ist ja sogenannte Pflanzenkrankheiten und was man alles so kennt oder tierische Schädlinge. Und das andere ist die ausgeräumte Landschaft, ja. Das wurde dann ja echt richtig schlimm. Ja, genau. Also da gab es auch schon viel Torverfolgung zu der Zeit und auch da wurden Mooren stillgelegt und Auen trockengelegt. Aber so richtig ging das dann ja erst an 50er, 60er. Ja. Also am besten hat es die DDR hingekriegt. Das ist ja wirklich mit Händen zu greifen. Ja, da ist so ein Plan wirklich umgesetzt und große Flächen, große Maschinen. Und dann stört jeder Strauch, jeder Baum und jeder Stein und jedes Wasser. Haben wir denn einen Begriff von Aue? Auenwald haben wir schon mal gehört. Wir wissen, dass wir hier in der Wetterau sind und nicht weit davon ist die Niederau. Also die Aue der Nidder. Nidder ist dann immer der Fluss. Also hat was mit Wasser zu tun, die Aue. Und was hat es mit Wasser zu tun? Regelmäßig überschwemmt wird und unter Wasser steht. Also Kilian Stetten jetzt, wenn wir da so ein bisschen, wenn wir mit dem Stockheimer Liesen, das ist der Zug, der hier hochfährt, mal nach Glauberg fährt. Da fährst du an einer Stelle, du denkst, du bist auf dem Meer mit dem Zug, ja? Da ist der Damm, der guckt da nach oben raus, aber du hast nur Wasserflächen. Jedes Frühjahr und dies Jahr besonders. Bingenheim ist ja auch. Das Ried? Das Ried? Ja. Oder halt am Oberrhein gibt es ja auch dann renaturiert wieder Zonen von Auwäldern. Ja. Französischer Seite und deutscher Seite. Also da haben wir so ein bisschen Begriff von Aue, weil in der Wetterau haben wir den Begriff fast nicht mehr, weil in den 60er, 70er Jahren sehr viel reguliert wurde. Die Flüsse begradigt, das Wasser abgezogen und, was war der Grund, mehr ackerbaufähige Flächen entstanden sind. Und da sagte Steiner, mehr ist nicht mehr, sondern mehr ist manchmal weniger, vor allem im Hinblick auf die Qualität. Aber er bringt jetzt auch diesen Zusammenhang, aha, in der Aue wäre eigentlich das Pilzliche, das ist das Milieu der Aue und wir müssen uns jetzt keine großen Schirmpilze vorstellen, sondern bis zur Mykorrhiza, also nicht sichtbaren Pilzen, aber das Pilzwesen braucht einen Boden, an dem es sein kann. Das heißt, da muss auch immer was zum Verdauen für die Pilze da sein. In Zersetzung befindliche organische oder in dem Fall holzartige Substanz. Also wie ist das Verhältnis, dass das Wasser in der Landschaft verbleibt? Das ist ja heute ein Begriff, ja. Wie kann die Infiltration des Wassers, was dann vom Himmel gekommen ist, auf der Fläche möglichst gut verbleiben? Und die Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns, die haben so gedacht, wie kann das Wasser möglichst schnell nach Frankfurt? Also in die Nidda, in den Main. Dass da Frankfurt ist und da es zu Überschwemmungen kommen könnte oder an anderen Stellen, Elbe ist ja auch ein gutes Beispiel,
Die haben immer gedacht, schnell weg mit dem vielen Wasser. Aber das wird dann so viel, weil man die ganzen Flächen, die, also sogenannte Retentionsflächen, wo das dann langsam einsickern kann, wo das auch mal stehen kann, dass es da unten in Frankfurt eben nicht zu einer Überschwemmung kommt. Und jetzt baut man Rückhaltflächen. Zuerst hat man Rückhaltbecken gebaut aus Beton und jetzt macht man Rückhaltflächen, dass man Flächen, wir sind gerade dabei, eine zu planen, dass ein Teil unseres Nidda-Ackers, wenn Hochwasser kommt, überschwemmt wird, dort das Wasser auch ein Weilchen steht und dann langsam wieder nach Frankfurt abfließt. Rückhalteflächen. Und das ist Aue. Und das ist weniger ist mehr. Also, ich meine, das ist so mit Händen zu greifen, aber dass der Steiner 24, wo die Landschaft ja in dem Sinne noch voll intakt war, mehr oder weniger, auf den großen Gütern war natürlich da auch schon ein bisschen, das wahrgenommen hat und es als Gedanken so fassen konnte, das finde ich schon einfach genial. Aber wir wissen noch nicht, wie wir es wirklich umsetzen. Ja? Und ist da, wenn wir ein bisschen sowas machen, haben wir dann schon dieses Milieu. So ein richtiges Milieu nennt man ja zum Beispiel dann den Erlenbruchwald. Also da wachsen die Erlen, ja, die machen da auch mit dem Stickstoff noch was und so. Und dann brechen die da wieder so zusammen, faulen da so ein bisschen vor sich hin, ist schon so fast moorig. Ja, also auch sowas ist Aue oder im Auen-Kontext zu denken. Das ist Wasser, was da steht, ein bisschen braun ist, ligninhaltig, ja. Dass Steiner in den Absätzen, die wir jetzt gelesen haben, zweimal den Begriff Pflanzenkrankheiten nimmt. Also wenn ich es herausgebracht hätte, ich hätte es in Anführungszeichen gesetzt. Weil wenn man aus den ersten Vorträgen oder auch dem, was noch kommt, dann spricht Steiner immer von sogenannten Pflanzenkrankheiten. Weil an anderer Stelle sagt Steiner, eine Pflanze kann gar nicht krank werden. Was wird denn krank? Das, was wir da reinbringen. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, gesagt. Ja? Wir machen sie krank. Ja, oder wir schaffen das Milieu. Ja? Also eigentlich ist es so eine Milieufrage. Ich sage jetzt mal, ich hatte ja gestern so ein Beispiel von Überdüngung, ja, oder wenn ich jetzt von den Apfelbäumen spreche und da wird falsch geschnitten und dann treibt es wie blöd, ja, da ist dann immer der Mehltau oder der Schorf oder die Pilze, wenn da etwas überschießt. Die Trockenlegung der Auen im Vorgriff machen der Pflanzen, die Auen brauchen, krank oder das Milieu krank, vielmehr, indem sie Umwelt schaffen, die nicht mehr den Ausgleich hat. Also eigentlich, wenn man das so rum anguckt, wir haben heute unglaublich viel Pflanzenkrankheiten. Wenn ich allerdings so Obstbauliteratur aus den 20er Jahren gucke, die Pflanzenkrankheiten waren die gleichen. Also da wird schon Schorf und Mehltau und alles beschrieben. Aber meistens in einem erträglichen Maß. Nur wenn wir jetzt, sagen wir, im konventionellen Sinne unser Saatgut kaufen, unseren Dünger kaufen und dann das Pflanzenschutzmittel auch noch. Ich habe das bis vor kurzem hier auch gemacht bei den Kartoffeln. Pflanzgut gekauft, ja, Dünger war jetzt von den Kühen, okay. Aber ich habe das nie für den Kartoffelkäfer gleich mitgekauft. Das ist schon ganz schön konventionell. Ist mir voll peinlich, aber es war so. Ich glaube nicht, dass es die Anna jetzt gleich anders hinkriegt, weil der Kartoffelkäfer ist dann schon richtig ein Thema. Und ich glaube auch nicht, wenn wir da hinten eine Pfütze machen, dass dann der Kartoffelkäfer weg ist. So einfach ist es eben auch nicht. Aber auf diese Zusammenhänge macht der Steiner uns aufmerksam. Wir sehen heute die Pflanzenkrankheiten nicht, weil wir sie im konventionellen Landbau wegspritzen. Die Bestände sehen immer super aus. Ja? Keine Laus,
Aber wenn Läuse, dann gleich explosiv und nicht mehr regelbar. Also auf so einem konventionellen Stuhl zu sitzen, ja, also für verschiedene Kulturen verantwortlich zu sein und dann kommt eine Mitteilung, Pflanzenschutzmittel nicht verfügbar, da fängt der Stuhl richtig an zu wackeln, weil das ist kein stabiles System, ja. Und guck mal die Landwirtschaftsblättchen an, wenn dann noch das Zykozel beschrieben wird, ja, dann machen die immer so eine Getreideähre und dann ist da oben einer, der die mit dem Hammer so reinklopft. Ja, das ist alles Teil des Pflanzenschutzkonzeptes. Ja, dass wir eine Pflanze, die die Entfaltung haben will zwischen Himmel und Erde, aber eben Himmel auch erreichen möchte, dann da auf dem Erdniveau da unten festgehalten wird. Und umso triebiger wird die ganze Geschichte, ja, umso mehr Läuse sind da, umso mehr Pflanzenschutzmittel brauche ich. Das ist eine intensive Landwirtschaft, aber eine nicht in sich resiliente oder stabile Landwirtschaft. Und da sagt Steiner, guckt, dass die Auen genügend verteilt sind bei euch und dass es Flächen gibt, die werden im Agrarantrag dann oft als Ödland bezeichnet. So Flächen, wo man denkt, für was sind denn die eigentlich da? Ja, wenn ich mit den Pferdeleuten unterwegs bin, dann sagen die, ja, da hat der Opa gesagt, da geht der Pflug nicht richtig rein, da machen wir mal nichts. Der Schlepperpflug geht dann doch überall rein, ist ja klar. Ja? Also wo haben wir Flächen, wo wir sagen, nee, die dürfen einfach mal so sein. Eine feuchte Fläche, ein Steinhaufen. Blühstreifen ist auch wieder, kann man ja auch reinlesen. Es geht ja nicht nur um Auen, sondern auch um jetzt wieder, ist ja auch ein Plädoyer im Grunde. Manchmal weiß nicht, was noch kommt im Text, aber ist auch ein Aspekt. Ja. Es geht um Vielfalt, dass sich Systeme ausgleichen können. Ja. Also hier war der Ansatz jetzt primär, gebt den Destruenten, sage ich jetzt mal, also den Pilzen, die abbauend sind, also nicht den Bösen, sondern den Destruenten, die abbauen, und das ist eine gute Aufgabe, die die da machen, aber gebt denen auch einen Ort, wo sie sein können. Das ist eigentlich so die Aussage. Und gebt natürlich den Insekten, damit sie eine ordentliche Arbeit leisten können, auch den Bereich, wo sie Nahrung finden. Ja? Ich fand es interessant, dass er den ökonomischen Aspekt auch mit reinbaut. Ja. Das ist für mich ein bisschen neu oder erstmal so richtig auch, dass man sieht, dass das mit reinspielt, dass man, wie du schon sagst, oder wie man auslesen kann, weniger ist mehr. Dass der Ertrag nicht größer wird, nur weil man alles bewirtschaftet, sondern dass man, um dieses Gleichgewicht zu fördern oder mindestens zu erhalten in gewissen Punkten, dann durch Verzicht sogar mehr rausgibt. Also ich bin ja da im mittleren Neckartal aufgewachsen, da sind diese Steillagenweinberge, die wurden dann alle mal umgelegt, dass man halt mit dem Schlepper hoch und runter fahren kann. Aber was war das Erste, was man gebaut hat? Unten Sammelbecken aus Beton für den Schlamm. Ja, weil die Erosion damit vorbereitet war, zu der Phase, wo eben noch Weinbau mit ausschließlich offenem Boden gemacht wird. Jetzt macht man mit ein bisschen Stroh, mit ein bisschen Grün. Da kann man auch eine steilere Lage mal vor der Erosion noch schützen. Aber der erste Gedanke war, Schlepper kann fahren und wir sammeln dann unten den Dreck wieder auf, so ungefähr. Ja. Das ist ja auch im Ahrtal, aber die Katastrophe war vorher in den Steillagen, dann diese Becken unten und ja. Genau dieses Bild. Ja. Dann Wanderweg, alles schön, aber alles schön safe einbetoniert. Ja. Und wenn man dann aber diese Weinbergmauern kennt, was dann an Insekten und also oder Eidechsen dann vor allem, ja, was da alles los ist, ist ja unglaublich. Nur da, wo die noch sind und so aufgelassen sind, da brechen die auseinander. Also auch eine Mauer muss gepflegt werden. Und wenn man die dann mal reparieren lässt, das wird dann richtig teuer. Ja, das ist eigentlich nicht mehr bezahlbar. Ja, und es kann halt auch keiner mehr. Ja. Richtig. Also die haben eigentlich
wenn die richtig gut gemacht sind von halt Steinmetzen, halten die auch ihre 100 Jahre und wir nennen das dann halt auch immer, dass die schwanger ist. Das heißt, da stülpt sich das aus und irgendwann bricht die dann ein. Und dieses Jahr gab es einen Trockenmauerkurs für die Studenten. Ich glaube, die haben eine komplette Mauer, ich weiß nicht wie viele Quadratmeter, 30, 40 haben die tatsächlich. Und auch, dass man dahinter auch füttert. Also es ist nicht nur die Mauer, sondern dass man dahinter auch füttert und halt auch Luft lässt. Und ja, wenn man es bezahlt, kostet, glaube ich, der Quadratmeter 10.000 Euro. Das ist, ja. Deshalb ist es natürlich einfacher, wenn man dann auch mit Beton arbeitet. Aber gerade die Trockenmauern haben halt so viel Biodiversität. Hm. Es gibt ja so ein paar bevorzugte Weinlagen, die durch ihre Wärme, wie heißt das, das Eckchen da bei euch, bei Geisenheim da hinten? Da gibt es eine Stelle und die hat so einen speziellen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es ist eben nicht nur die Mauer vorne, sondern was du als Füttern bezeichnet hast, dass eigentlich der ganze Hang durchlüftet wird und die Wärme in den Hang reinkommt. Ja, im Taubertal kann man das studieren, im Sandstein. Wunderbar. Das sind so Lagen, also da ist dann mal Schnee irgendwo, aber in dieser Weinberglage ist da kein Schnee, weil da ist es wärmer. Und es hängt dann mit der Hinterfütterung von diesen Mauern zusammen. Okay, also wir sind im Bereich Landschaftsgestaltung, ja. Wir als Landwirte sind für die Gestaltung unserer Flächen, ich sage jetzt mal im Sinne des Pilzwesens, im Sinne des Insektenwesens, im Sinne der Fruchtbarkeit auf unseren Äckern und Gesundheit auf unseren Äckern, eigentlich für die Verhältnisse verantwortlich. Und der Wald gehört auch noch dazu. Ja, also der Permakulturkurs, ha? Jo, wow, wow. Das würde natürlich sofort die Umsatzzahlen erhöhen hier, wenn das da drauf stünde. Und noch syntropisch wahrscheinlich oder sowas, gell? Oder was hast du noch gerade genannt? Silvopastoral. Also Silvopastoral. Also dann wären die Umsatzzahlen jetzt für den neuen Kurs deutlich hochgegangen. Haben Sie vergessen, müssen wir dem Martin mal sagen, oder? Ja, gut. Wollen wir ein Stückchen weiterlesen noch? Ja. Jetzt ist auch noch die Zeit. Aha. Jetzt ist auch noch die Zeit, diejenigen Gesichtspunkte zu unseren Einsichten zu bringen, die uns überhaupt das Verhältnis des Pflanzlichen zum Tierischen und umgekehrt, des Tierischen zum Pflanzlichen vor die Seele stellen. Was ist denn eigentlich ein Tier und was ist eigentlich die Pflanzenwelt? Bei der Pflanzenwelt muss man mehr von der gesamten Pflanzenwelt sprechen. Was ist eigentlich ein Tier und was ist die Pflanzenwelt? Das als Verhältnis aufgesucht werden muss, das geht daraus hervor, dass man nur, wenn man etwas davon versteht, auch vom Füttern der Tiere etwas verstehen kann. Denn das auch vom Füttern der, was? Entschuldigung. Denn das Füttern ist ja nur dann richtig zu vollziehen, wenn es im Sinne des richtigen Verhältnisses von Pflanzen und Tier eben gehalten ist. Was sind Tiere? Ja, da schaut man die Tiere so an, seziert sie wohl auch, hat dann die Knochengerüste, an deren Formen man sich ja erfreuen kann, die man auch so studieren kann, wie ich es angeführt habe. Man studiert wohl auch das Muskel, das Nervenwerk, aber was die Tiere eigentlich drinnen sind, im ganzen Haushalt der Natur, bekommt man dadurch doch nicht heraus. Das bekommt man nur heraus, wenn man hinsieht, auf dasjenige, womit das Tier in einer ganz unmittelbar intimen Wechselwirkung steht, in Bezug auf seine Umgebung. Sehen Sie, da ist es so, dass das Tier unmittelbar verarbeitet aus seiner Umgebung in seinem Nervensinnessystem und einen Teil seines Atmungssystems alles dasjenige, was erst geht durch Luft und Wärme.
Das Tier ist im Wesentlichen, insofern es ein eigenes Wesen ist, ein unmittelbarer Verarbeiter von Luft und Wärme durch sein Nervensinnessystem, so dass wir das Tier schematisch so zeichnen. Da ist eine Zeichnung jetzt angesagt. Oh. In all dem, was in seiner Peripherie-Umgebung liegt, in seinem Nervensinnessystem und in einem Teil seines Atmungssystems, ist das Tier ein eigenes Wesen, das unmittelbar lebt in Luft und Wärme. Zu Luft und Wärme hat das Tier einen ganz unmittelbaren Bezug. Und eigentlich aus der Wärme heraus ist sein Knochensystem geformt, in dem Mond- und Sonnenwirkung durch die Wärme namentlich vermittelt werden. Aus der Luft ist sein Muskelsystem geformt, in dem wiederum die Kräfte von Sonne und Mond auf den Umwege durch die Luft wirken. In unmittelbarer Weise dagegen, so in unmittelbarer Verarbeitung, kann das Tier sich nicht verhalten zu dem Erdigen und zu dem Wässrigen. Erde und Wasser kann das Tier so unmittelbar nicht verarbeiten. Es muss Erde und Wasser in sein Inneres aufnehmen, muss alles von außen nach innen gehend den Verdauungskanal haben und verarbeiten in seinem Inneren alles dann mit dem, was es geworden ist, durch Wärme und Luft. Verarbeitet Erde und Wasser mit seinem Stoffwechselsystem und einem Teil seines Atmungssystems. Das Atmungssystem geht dann über in das Stoffwechselsystem. Mit einem Teil seines Atmungs und einem Teil seines Stoffwechselsystems verarbeitet es Erde und Wasser. Es muss also das Tier schon da sein durch Luft und Wärme, wenn es Erde und Wasser verarbeiten soll. So lebt das Tier im Bereich der Erde und im Bereich des Wassers. Natürlich geschieht die Verarbeitung, so wie ich es angedeutet, mehr im kraftmäßigen Sinne als im substanziellen. Fragen wir dem gegenüber, was ist nun eine Pflanze? Sehen Sie, die Pflanze... Auch vielleicht nehmen wir mal das Tier. Das ist da doch viel... Viel Stoff, danke. Jetzt ist auch noch die Zeit, diejenigen Gesichtspunkte zu unserer Einsicht zu bringen, die uns überhaupt das Verhältnis des Pflanzlichen zum Tierischen und umgekehrt des Tierischen zum Pflanzlichen vor die Seele stellen. Was ist denn eigentlich ein Tier und was ist eigentlich die Pflanzenwelt? Bei der Pflanzenwelt muss man mehr von der gesamten Pflanzenwelt sprechen. Was ist eigentlich ein Tier und was ist die Pflanzenwelt? Dass das als Verhältnis aufgesucht werden muss, das geht daraus hervor, dass man nur, wenn man etwas davon versteht, auch vom Füttern der Tiere etwas verstehen kann. Denn das Füttern ist ja nur dann richtig zu vollziehen, wenn es im Sinne des richtigen Verhältnisses von Pflanze und Tier eben gehalten ist. Was sind Tiere? Ja, da schaut man die Tiere so an, sie ziert sie wohl auch, dass dann die Knochengerüste und deren Formen man sich ja erfreuen kann, die man auch so studieren kann, wie ich es angeführt habe. Man studiert wohl auch das Muskel- und Nervenwerk, aber was die Tiere eigentlich drinnen sind im ganzen Haushalt der Natur, bekommt man dadurch noch nicht heraus. Das bekommt man nur heraus, wenn man hinsieht auf dasjenige, womit das Tier in einer ganz unmittelbaren, intimen Wechselwirkung steht, in Bezug auf seine Umgebung. Sehen Sie, da ist es so, dass das Tier unmittelbar verarbeitet aus seiner Umgebung in seinem Nervensinnessystem und einem Teil seines Atmungssystems alles dasjenige, was erst geht durch Luft und Wärme. Das Tier ist im Wesentlichen, insofern es ein eigenes Wesen ist, ein unmittelbarer Verarbeiter von Luft und Wärme durch sein Nervensinnessystem, sodass wir das Tier schematisch so zeichnen, in allem, was in seiner Peripherie-Umgebung liegt, in seinem Nervensinnessystem und in einem Teil seines Atmungssystems. Ist das Tier ein eigenes Wesen, das unmittelbar lebt in Luft und Wärme? Zu Luft und Wärme hat das Tier einen ganz unmittelbaren Bezug. Und eigentlich aus der Wärme heraus ist sein Knochensystem geformt, in dem Mond- und Sonnenwirkung durch die Wärme namentlich vermittelt werden. Aus der Luft ist sein Muskelsystem geformt, in dem wiederum die Kräfte von Sonne und Mond auf den Umwegen durch die Luft wirken.
in unmittelbarer Weise dagegen, so in unmittelbarer Verarbeitung, kann das Tier sich nicht verhalten zu dem Erdigen, zu dem Wässrigen. Erde und Wasser kann das Tier so unmittelbar nicht verarbeiten. Es muss Erde und Wasser in sein Inneres aufnehmen, muss also von außen nach innen gehend den Verdauungskanal haben und verarbeitet in seinem Inneren alles dann mit dem, was es geworden ist durch Wärme und Luft. Verarbeitet Erde und Wasser mit seinem Stoffwechselsystem und einem Teil seines Atmungssystems. Das Atmungssystem geht dann über in das Stoffwechselsystem mit einem Teil seines Atmungs und einem Teil seines Stoffwechselsystems, verarbeitet es Erde und Wasser. Muss also das Tier schon da sein durch Luft und Wärme, wenn es Erde und Wasser verarbeiten soll? So lebt das Tier im Bereiche der Erde und im Bereiche des Wassers. Natürlich geschieht die Verarbeitung, so wie ich es angedeutet, mehr im kräftemäßigen Sinne als im substanziellen. Fragen wir dem gegenüber, was ist nun eine Pflanze? Dankeschön. Oder sollen wir die Pflanzen noch dazu nehmen? Ich habe jetzt so abrupt. Wir gucken mal jetzt auf den Schwerpunkt hier. Habt ihr diese Zeichnung vor euch? Was ist das für eine Zeichnung? Also man könnte sich ja vorstellen, während das gesprochene Wort hat Steiner da gezeichnet an der Tafel. Also die Erklärung, die wir jetzt so gehört haben, für das Tier im Besonderen, und es hat jetzt wie zu so einer Art Symbolik geführt. Eigentlich sieht es eher so aus wie diese Wasserspiegel. Ja, nur dass die Wasserstrudel dann wieder heraus, ja, und hier, ja, aber versuch doch mal diese Gestik, die da ist, ja, da schließt sich was ab, das ist ja so, und es schließt was ein oder nimmt was rein. Ihr müsstet eigentlich mit Anja das morgens mal machen. Ob sie diese Form da mal für euch irgendwie aufbereiten könnte. Das wäre doch wunderbar. Ja, also, es greift so rein, ja, und dann nimmt es das aber da herein. Also Steiner abstrahiert alles, was er jetzt gedacht hat und was er dazu an schlauen Sachen da beitragen kann, in dieses Formprinzip. Ja, wir könnten jetzt sagen, ja, Gastrulation, ja, das wäre jetzt dein Part gewesen. Ja, das ist auch ein Begriff dafür und der ist ja hilfreich, ja, weil das ist wie mit Händen oder mit Augen zu greifen hier. War in dem Text noch etwas, wo wir gedacht haben, das haben wir jetzt aber noch nie gehört oder das ist ja gar nicht zu verstehen? Also ich finde, man kann sich das alles recht gut vorstellen. Was jetzt ein bisschen abstrakter ist, sind die Kräfte von Sonne und Mond auf den Umwegen durch die Luft wirken, zum Beispiel. Luft also und Wärme. Ja? Mhm. Ja. Aber was soll... Ja, und ja, mach mal den Schritt noch weiter, was hier steht. Luft und Wärme verdichtet sich zum Knochensystem. Mhm. Weißt du, das Erste könnte man ja, da wirkt halt was, aber Steiner macht es so konkret, das bildet das Knochensystem beim Tier. Ja? Die Wärme bildet das Knochensystem. Die Wärme, ja. Luft, das Muskelsystem. Sehr gut. Also es wird dann differenziert hier noch.
Ja, stimmt, aber mir ging es auch so. Also so die Vorstellung ist, dass das Tier erstmal mit seiner Umgebung in Beziehung tritt, dadurch, dass es eben da in der, also durch Wärme und Atmung. Und das ist eigentlich erst dann ins Fressen übergehen kann. Das finde ich auch eingängig, aber eben mit, genau, also. Also ist hier schon ein bisschen Vorgriff auf den 8. Vortrag. Ihr werdet es dort auch noch mal intensiver besprechen mit Martin, ist auch so sein Spezialthema. Aber wir nehmen es noch mal inhaltlich mit rein. Das Tier ist im Wesentlichen, insofern es ein eigenes Wesen ist, und da sind wir uns ganz sicher, dass es ein eigenes Wesen ist, ein unmittelbarer Verarbeiter von Luft und Wärme durch sein Nervensinnessystem. Die Nervensinnesorganisation, ja, fängt aber bei der Haut schon an. Die Hörner gehören auch dazu, die Ohren auch, die Augen auch und so weiter. Verarbeitet es Luft und Wärme. Wobei Wärme mehr in der Verdichtung bis in die Knochensubstanz und das beweglichere Element, die Luft, in das, was nachher im Bewegungssystem eben den Muskel dann ausmacht. Frage, hatte das eingegrenzt, dies als Art Lebensraum des Tieres, mit diesem bis dahin, wo sein Sinnessystem oder sein Sinnesvermögen reicht, das war irgendwann am Ende, ich konnte nicht mitlesen, ich habe die Brille nicht dabei, da war irgendein Satz, den fand ich irritierend, also so eine Art Limitation des Tieres über die Sinne hinweg oder so. Das sieht man auch so. Das ist eigentlich in dem, also das ist Nervensinnes, das wird wie... Die Nervensinneseindrücke werden verdichtet zu Stofflichkeit. Und das macht uns einen Knoten im Kopf. Also, das ist ganz normal. Ja, das ist. Du kannst entspannt sitzen bleiben oder kannst natürlich in innere Bewegung kommen, weil der Gedanke ist komisch. Ja, oder ungewöhnlich. Und das ist das, was im 8. Vortrag dann kosmische Ernährung und im 1. Vortrag schon mal angedeutet, im Vorwort auch schon mal genannt wird. Also dieser ganze Begriff kosmische Ernährung, dass ein Sinneseindruck zu einer Substanz wie Knochen, die wir ja vom Kalk und vom Phosphor her beschreiben können, aber dass der Sinneseindruck dafür entscheidend ist. Ich rätsel dem auch immer noch nach. Ja. Ich habe nur immer festgestellt, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo nach Süd- oder Norddeutschland gefahren bin, also auf die Autobahn, dass kaum war ich auf der Autobahn, also die Sinneseindrücke mal so machen, kriegen die immer Hunger. Wir haben immer gesagt, erst wenn wir auf der Autobahn sind, wieder was essen. Ja, weil Sinneseindrücke machen, eine Reise macht hungrig, aber nicht, weil man viel gelaufen ist. Man sitzt ja im Zug rum meistens. Was ist denn das, Sinneseindruck? Und der ganze Organismus, ja, was passiert denn da eigentlich? Stoffwechsel. Ja. Ich meine, kennt jeder vom Lernen oder Studieren, also da ist man ja auch hungrig und kaputt, weil man was aufnimmt, ja. Dann über die Augen halt und über Hirngrütze und dann ist man platt und das macht ja was. Ja. Würden die Kühe mehr fressen, wenn man ihnen einen Fernseher hinstellt? Sehen Sie mehr mit dem dein Fernseher? Kommt aus Programm an. Du hast ja auch diese Sinneseindrücke. Ja, aber würde das funktionieren, weil die ist ja so extrem nach innen gerichtet, ne? Ja. Du musst ja ein ganz besonderer Fernseher für die Kinder sein. Das kann irgendjemand aus der Uni. Ja, also das. Das kann man ja auch noch sogar noch auf einer stofflichen Ebene betrachten, dass man eben auch durch Gehirnaktivität Kalorien verbrennt. Ne? Aber das, worauf Steiner da ja geht, ist ja was ganz anderes. Es geht ja irgendwie in die Richtung, dass wir eigentlich den Stoffwechsel, also die Verdauung nur haben, um das irgendwie alles so in Bewegung zu halten. Und dass wir uns aber eigentlich von Sinneseindrücken und Wärme und Luft ernähren. Diese kosmischen Nahrung. Das ist halt schon nochmal ein bisschen. Das war eine andere Nummer als irgendwie, ich lerne viel und muss deswegen auch viel essen.
Naja, aber warum kriegt man beim Lernen kalte Füße? Ja, also es sind ja Phänomene, die muss man wirklich mal ein bisschen zusammendenken. Ja? Man ist als ganzer Mensch beteiligt und es macht was mit einem. Ja, aber wie kann man es verstehen? Ja, ja, und komplett getrennt von der Stofflichkeit ist es wiederum auch nicht, weil alles steht in Wechselwirkung. Und zum Beispiel, ne, das ist interessant, weil auch wir sind oft gar nicht bewusst, wie unsere Sinneseindrücke, also wie unsere Sinneswahrnehmung komplett auf unserem Beziehung mit dem Luft bewirkt. Also wir atmen, die Geschwindigkeit, wie wir atmen, wie tief, wie viel. Also erstens nehmen wir das gar nicht wirklich wahr, wie viel Luft, in welcher Weise, welche Möglichkeiten, da gibt es überhaupt Luft einzuatmen, welche Möglichkeiten gibt es Luft auszuatmen. Und dass jeder in jeder Sekunde, jeder verschiedene Sinneswahrnehmung komplett verändert die Art, wie wir atmen. Und dann gut, also jetzt, selbst wenn wir das ganz stofflich sehen, dass die Muskelzellen und diese Versorgung mit Sauerstoff, und das hängt irgendwie alles zusammen. Ne? Also die Art, wie ich atme, das versorgt auch mein ganzer Körper in verschiedener Weise. Und dann wird es plötzlich gar nicht so verrückt, dass das, was ich wahrnehme, auch rein im Stofflichen schon zu verstehen ist, dass es direkt irgendwie in der Versorgung meines ganzen Körper im Sauerstoff zusammenhängt. Also das ist eine Sache, die auch da ist. Gut, was Herr meint, das ist etwas noch, der darüber hinausgeht, aber selbst das ist schon irgendwie in Wechselwirkung mit solchen Sachen, wo man erstmal gar nicht denken würde. Sinneswahrnehmung hat mit der Versorgung meiner Zellen irgendwie was zu tun. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterlesen. Wäre das in Ordnung? Seid ihr aufnahmefähig noch? Oder? Wir können es ja heute Nachmittag dann nochmal inhaltlich, aber dann, dass wir, sagen wir, schon ein bisschen da reinlesen. Jetzt kommt ja mehr das Pflanzenwesen. Und wir nehmen jetzt aber, bevor wir lesen, nochmal diese Geste da mit. Ja? Da ist ja jetzt vor allem Luft und Wärme angedeutet. Und Erde und Wasser. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie rum Steiner gezeichnet hat, aber es sind Pfeile auch mit drin, sodass man den Eindruck hat, er greift eigentlich so raus, also er versucht zu beschreiben, dass die Pflanze so rausgreift in die Umwelt. Ja? Verarbeitung von Erde und Wasser, das ist blau, ja. Wärme kommt dann rot dazu und es geht in diesen orange und grünen Bereich Luft. Also so, aber so irgendwie. Wo er diese Form her hat, steht nirgendwo. Ob die Analogien, also das ist ja eine intuitive oder ist eine Imagination, so eine Form, ja. Ob die aber auch abgeleitet ist vielleicht von etwas Kosmischem, ja, also zum Beispiel von den Tierkreiszeichen. Das wäre so mehr so eine Wittergeste, die wir da jetzt haben, ja. Bei der anderen vorher, da haben wir mehr so diese Stiergeste. Ja, also müsste man da noch mal gucken. Krebs hat es auch sowas, gell? Steht da bei der Zeichnung nicht dabei. Die hat er jetzt da einfach mal so hin. Wer könnte denn... Ah, du brauchst eine Lesebrille. Nee, ich kann das nicht erkennen leider, aber... Aber es könnte jemand ein bisschen weiter weghalten. Nee, das reicht auch nicht als Kraft für Sie. Was ist das? Was? Ich habe 3,5. Nee. Das geht noch nicht. Können eine zweite noch drauf. Kannst du lesen? Sehen Sie, die Pflanze hat nun ebenso einen unmittelbaren Bezug zur Erde.
zu Erde und Wasser, wie das Tier zu Luft und Wärme, sodass wir bei der Pflanze haben, dass sie auch durch eine Art von Atmung und durch etwas, was dem Sinnessystem entfernt ähnlich ist, unmittelbar in sich aufnimmt, alles dasjenige, wie unmittelbar das Tier Luft und Wärme aufnimmt, was Erde und Wasser ist. Die Pflanze lebt also unmittelbar mit Erde und Wasser. Nun werden Sie sagen, nun ja, jetzt kann man ja weiter wissen, nachdem man eingesehen hat, die Pflanze lebt unmittelbar mit Erde und Wasser, so wie das Tier mit Luft und Wärme, so müsste die Pflanze jetzt in einem inneren Luft und Wärme so verarbeiten, wie das Tier Erde und Wasser verarbeitet. Das ist aber nicht der Fall. Man kann nun nicht von dem, was man einmal weiß, durch Analogie schließen, wenn man auf die geistigen Wahrheiten kommen will. Sondern es ist so, dass während das Tier aufnimmt Irdisches und Wässriges und in sich verarbeitet, die Pflanze gerade Luft und Wärme ausscheidet, indem sie mit dem Erdboden zusammen sie erlebt. Also Luft und Wärme gehen nicht hinein oder sind wenigstens nicht wesentlich weit hineingegangen, sondern es gehen heraus Luft und Wärme und werden statt aufgezehrt von der Pflanze ausgeschieden. Und dieser Ausscheidungsprozess ist dasjenige, um das es sich handelt. Die Pflanze ist in Bezug auf das Organische in jeder Beziehung ein umgekehrtes von dem Tier, ein richtig umgekehrtes, was beim Tier die Nahrungsaufnahme ist, in ihrer Wichtigkeit, das ist bei der Pflanze die Ausscheidung von Luft und Wärme. Und die Pflanze lebt in dem Sinne, wie das Tier aus der Nahrungsaufnahme lebt, so lebt die Pflanze in dem Sinne aus der Ausscheidung von Luft und Wärme. Das ist das, man möchte sagen, Jungfräuliche an der Pflanze, dass sie nicht gierig etwas aufnehmen will durch ihre eigene Wesenheit, sondern eigentlich das gibt, was das Tier nimmt, aus der Welt und dadurch lebt. So gibt die Pflanze und lebt vom Geben. Wenn Sie dieses Geben und Nehmen ins Auge fassen, dann haben Sie etwas wiederum erkannt, was in einer alten instinktiven Erkenntnis von diesen Dingen eine große Rolle spielt. Der Satz, den ich hier aus einer anthroposophischen Betrachtung heraushole, die Pflanze gibt, das Tier nimmt im Haushalt der Natur. Der war einstmals in einer instinktiven, hellseherischen Einsicht in der Natur überhaupt gang und gäbe. Einsicht in die Natur. Einsicht in die Natur überhaupt gang und gäbe. Und manches ist dabei besonders für diese Sache sensitiven Menschen bis in spätere Zeiten geblieben. Und sie finden just noch bei Goethe den öfteren Gebrauch dieses Satzes. In der Natur lebt alles durch Geben und Nehmen. Sie werden ihn schon, wenn Sie Goethes Werke durchgehen, finden. Er hat ihnen nicht mehr richtig verstanden, aber er hat ihn aus alten Gebräuchen, Traditionen wieder aufgenommen und hatte ein Gefühl dafür, dass man mit diesem Satze etwas Wahres in der Natur bezeichnete. Diejenigen, die nachgekommen sind, haben nun gar nichts mehr davon verstanden. Verstehen sie auch nicht dasjenige, was Goethe damit gemeint hat, wenn er von Geben und Nehmen spricht. Er spricht auch vom Atmen, insofern das Atmen mit dem Stoffwechsel in Wechselwirkung steht, von Nehmen und Geben. Klar, unklar hat er dieses Wort angewendet. Den Rest lassen wir für heute Nachmittag. Mag noch jemand Zweites lesen? Ich gebe gerne heute. Dankeschön. Sehen Sie, die Pflanze hat nun ebenso einen unmittelbaren Bezug zu Erde und Wasser wie das Tier zu Luft und Wärme.
sodass wir bei der Pflanze haben, dass sie auch dadurch eine Art von Atmung und durch etwas, was dem Sinnessystem entfernt ähnlich ist, unmittelbar in sich aufnimmt, all dasjenige, wie unmittelbar das Tier Luft und Wärme aufnimmt, was Wasser und Erde ist, Erde und Wasser ist. Die Pflanze lebt also unmittelbar mit Erde und Wasser. Nun werden Sie sagen, ja, jetzt kann man ja weiter wissen, nachdem man eingesehen hat, die Pflanze lebt unmittelbar mit Erde und Wasser, so wie das Tier mit Luft und Wärme, so müsse die Pflanze jetzt in ihrem Inneren Luft und Wärme so verarbeiten, wie das Tier Erde und Wasser verarbeitet. Das ist aber nicht der Fall. Man kann nicht von dem, was man einmal weiß, durch Analogie schließen, wenn man auf die geistigen Wahrheiten kommen will. Sondern es ist so, dass während das Tier aufnimmt Irdisches und Wässriges und in sich verarbeitet, die Pflanze gerade Luft und Wärme ausscheidet, indem sie mit dem Erdboden zusammen sie erlebt. Also Luft und Wärme gehen nicht hinein oder sind doch nicht wesentlich weit hineingegangen, sondern es gehen heraus Luft und Wärme und werden statt aufgezehrt und von der Pflanze ausgeschieden. Statt ausgezehrt, von der Pflanze ausgeschieden. Und dieser Ausscheidungsprozess ist dasjenige, um das es sich handelt. Die Pflanze ist in Bezug auf das Organische in jeder Beziehung ein umgekehrtes von dem Tier, ein richtig umgekehrtes. Was beim Tier die Nahrungsaufnahme ist in ihrer Wichtigkeit, das ist bei der Pflanze die Ausscheidung von Luft und Wärme. Und die Pflanze lebt in dem Sinne, wie das Tier aus der Nahrungsaufnahme lebt, so lebt die Pflanze in dem Sinne der Ausscheidung von Luft und Wärme. Das ist das, man möchte sagen, jungfräuliche an der Pflanze, dass sie nicht gierig etwas aufnehmen will durch ihre eigene Wesenheit, sondern eigentlich das gibt, was das Tier nimmt aus der Welt und dadurch lebt. So gibt die Pflanze und lebt vom Geben. Wenn Sie dieses Geben und Nehmen ins Auge fassen, dann haben Sie etwas wiederum erkannt, was in einer alten instinktiven Erkenntnis von den Dingen eine große Rolle spielte. Der Satz, den ich hier aus der anthroposophischen Betrachtung heraushole, die Pflanze gibt, das Tier nimmt im Haushalt der Natur. Der war einstmals in einer instinktiven hellseherischen Einsicht in die Natur überhaupt gang und gäbe. Und manches ist bei besonders für diese Sache sensitiven Menschen bis in spätere Zeiten geblieben. Und Sie finden just noch bei Goethe den öfteren Gebrauch dieses Satzes. In der Natur lebt alles durch Geben und Nehmen. Sie werden ihn schon, wenn Sie Goethes Werk durchgehen, finden. Er hat ihn nicht mehr richtig verstanden, aber er hat ihn aus alten Gebräuchen, Traditionen wieder aufgenommen und hatte ein Gefühl dafür, dass man mit diesem Satze etwas Wahres in der Natur bezeichnete. Diejenigen, die nachgekommen sind, haben nun gar nichts mehr davon verstanden, verstehen auch nicht dasjenige, was Goethe damit gemeint hat, wenn er vom Geben und Nehmen spricht. Er spricht auch vom Atmen, insofern das Atmen mit dem Stoffwechsel in Wechselwirkung steht, von Nehmen und Geben. Das ist der letzte Satz. Klar, unklar hat er dieses Wort angewendet. Ja, wie denn jetzt? Ja. Oh, unklar. Kriegen wir den noch geknackt? Klar, unklar. Also soll da der Steiner mal hinschreiben, was er meint. Aber er sagt beides. Er hat ja gesagt, dass der Goethe das noch aufgeschnappt hat, sozusagen, aus älteren Überlieferungen und Traditionen und es schon nicht mehr so ganz durchdrungen hat, aber er hat instinktiv gefühlt, da ist was Richtiges dran. Also hat das klar, aber auch doch
unklar. Ja, unklarerweise richtig verwendet. Ja. Haben wir andere Wörter dafür oder Begriffe, die das vielleicht beschreiben könnten? Ja, auch was von instinktiv. Mhm. Und das muss ja nicht heißen, dass es klar ist bei einem, sondern dass man das instinktiv verstanden hat. Das ist diese Geschichte, die wir da ein paar Seiten vorher mit der Weisheit und der Schlauheit, also Intellekt und Weisheit, ja. Also ich habe für mich mal hingeschrieben, sinnlich, übersinnlich, vielleicht, so, klar, unklar. Aber klar ist natürlich auch, dass Steiner das ganz klar weiß, wer es jetzt verstanden hat. Ja, und du nicht. Nee, aber er auch nicht. Und das stelle ich ihm jetzt, weil er das immer, also wieso hat er immer die Hoheit zu sagen, ich habe es jetzt verstanden, was Menschen verstanden haben und was nicht. Es ist schon ein bisschen fies, was er da macht. Also man könnte sich mal richtig aufregen. Man könnte sich richtig aufregen. Kann ich euch so in die Kaffeepause entlassen? Du gehst mal eine Runde joggen, würde ich sagen. Kein Kaffee. Ich fühle mich sehr gut, ich stelle das nur immer wieder fest. Ja, das ist auch eindeutig deine Aufgabe hier. Alles wach wieder? Gut, vielen Dank. Wir sehen uns heute Nachmittag nochmal.